SAP Family, was heißt für uns? Für mich persönlich mal, vor 25 Jahren wollte ich mal zur SAP da unterkommen. Damals gab es einen Einstellungsstopp, hat man mir gesagt, ja, ich habe den Job nicht bekommen, aber anschließend über viele Umwege und Projekte heute als TTS-Mitglied auch Teil der SAP Family. Wie war es bei dir? Ja, bei mir war es dann vor 23 Jahren soweit. Ich habe dann auch deinen Job bekommen. Aber das Thema SAP Family noch ernster genommen. Ich habe meine Frau kennengelernt bei der SAP, meine Frau geheiratet. Habe aber auch bei der TTS festgestellt, dass das ganze Thema SAP Family ein sehr, sehr gewichtiges Thema ist. Also wir haben sehr viele Mitarbeiter, die mal bei der SAP gewesen sind, dann zu uns als TTS gekommen sind, aber auch den Weg zurückgefunden haben, von der TTS zur SAP. Und diese Mitarbeiter sind uns immer noch sehr eng verbunden. Im Grunde sind es drei Gründe. SAP ist zum einen, es ist eine Basis für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Als Partner hängen wir eng damit zusammen. Zum zweiten hatten wir das Vergnügen mit vielen SAP-Kolleginnen und Kollegen sehr vertraut, freudvoll und auch sehr zielorientiert zusammenzuarbeiten. Und das dritte ist Loyalität. Loyalität heißt, wir machen nichts anderes, nicht links, nicht rechts. Wir machen SAP als IT-Basis. Punkt. Bei uns im Consulting Sales hat die virtuelle Zusammenarbeit mit potenziellen Kunden ein neues Level erreicht. Nachhaltig, erfolgreich. Und das behalten wir bei. Die digitale HR-Transformation, das ist unser Kerngeschäft. Und meine Ambition ist es, dass wir unseren Kunden dabei helfen, ihre Personalarbeit, ihre Personalfunktion nachhaltig auszurichten. Green HR als Zielbild, auch unter Nutzung von SAP-Technologien. Sind wir da als TTS selbst schon so weit? Nein, auch wir müssen da noch eine gewisse Wegstrecke zurücklegen. Und ich freue mich auf den Austausch mit euch in der SAP Family, im SAP Ökosystem, auf diese Reise Richtung Green HR. Bis dahin, tschüss. Wir fahren gern Rad, ins Büro und in der Freizeit. Hallo Alex. Hallo Harald. Du schon wieder Sport gemacht? Ja, sieht man, schwere Beine, ne? Das Thema Stahlradeln beschäftigt mich gerade. Ich bin mit dem Fahrrad heute in die Firma gekommen, was ich in den letzten Wochen relativ oft gemacht habe. Aber auch das gesamte Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns als CTS gerade sehr. Nicht nur intern, sondern auch extern. Die Beratungsbranche ist dadurch natürlich auch sehr, sehr stark betroffen. Dazu hat sich Harald ein paar Gedanken gemacht. Ja, die Gedanken sind alt. Wir kennen das Bild von dem Berater am Flughafen mit Rolle, der nach Hamburg fliegt für 2 Stunden auf den Termin. Das ist verzichtbar geworden, das haben wir gelernt. Und die große Chance besteht darin, dass wir in Zukunft noch die Termine vor Ort machen, die es unbedingt braucht für Ersttermine, Akquise, für Kickoff. Denn den Rest können wir, glaube ich, und den Großteil können wir tatsächlich remote machen. Und das ist der große Hebel für die Beratung, nachhaltiger zu agieren. Das sehe ich genauso. Hat aber natürlich für uns in der Firma auch gewisse Implikationen. Wie handeln wir das Thema mit den Firmenwagen? Wir möchten gerne mehr Bahn fahren, wir möchten gerne den Mitarbeitern ermöglichen, mehr mit dem Fahrrad in die Firma zu kommen. Das sind alles Themen, die uns derzeit sehr stark beschäftigen und das ganze Jahr über beschäftigen werden. Dazu haben wir ein Projekt gerade ins Leben gerufen, das sich TTS Screen nennt. Aber die Schlussworte überlasse ich dann gerne den Harald. Kein großes, auf die Revanche freue ich mich. Bis dahin. Sonst du, Harald. Ich arbeite daran. Ciao. Ciao.